Hallihallo, willkommen zurück hier bei Ark Survival Evolved auf The Center. Wir sind das letzte Mal ein bisschen durch die Gegend geflogen. Eigentlich wollten wir Ausschau nach 10 Kandidaten halten, dann war es aber Nacht geworden, sodass wir letztendlich auf Blutstrahljagd gegangen sind. Jetzt sind wir hier auf Tropical Island South angekommen. Das ist einer der beiden Inseln, die für Anfänger oder für den Start hier auf The Center sich sehr gut eignen. Hier ist auch der, ich glaube, grüne Obelisk, blau, halt einer der Obelisken. Da ist darunter meist relativ viel los, auch gefährliche Sachen. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter hier angucken. Ich würde wieder zu den Hauptinseln hier rüber fliegen, um da unseren Plan von letzter Folge weiter zu verfolgen. Sind das jetzt hier zwei Wale? Oh nein, das ist nur ein Felsen. Aber das da drüben ist definitiv ein Wal. Also, was war unser Plan das letzte Mal? Nach 10 Kandidaten Ausschau halten. Und genau das würde ich jetzt fortführen. Es ist jetzt Tag. Theoretisch hätte man jetzt die bessere Sicht. Aber nein, es muss natürlich regnen. Was die Sicht wiederum erschwert. Aber gut. Wir hatten in der letzten Folge schon einen Dydicorus gefunden. Level 130. Den behalten wir uns im Hinterkopf, wenn wir dann einen Gefährten brauchen, der für uns effizient Stein ernten kann. Hier vorne gibt es wieder eine Ruine. In der hatte ich auch schon mal in meiner anderen Singleplayer, die ich für mich allein gespielt habe, eine Basis gebaut. War ganz nett. Die Gegend ist in Ordnung. Wie gesagt, die Gefahr besteht immer, dass ein Giga bei einem spawnt. So, hier sieht man schon auch eine ganz besondere Inselformation. Ich würde da jetzt aber nicht hinfliegen wollen. Oder wollt ihr das sehen? Nein, wir wollen unseren Plan beibehalten und nach 10 Kandidaten Ausschau halten. Versprochen ist versprochen. So, da fliege ich jetzt mal hier so oben lang. Hier gibt es viele Tiere. Was leuchtet denn da so rot? Ist das ein Alpha? Oder ein leuchtender Tabeara bei dem Drop hier, mit diesem Lootstrahl. Ach, das ist ein Tabeara. Der sieht hübsch aus, oder? Der hat eine schöne Farbe. Das Rot gefällt mir. Blau, dunkelblau, lila oder so ähnlich. Hübscher Vogel. Allerdings sind die auch sehr schwer zu zähmen. So, diesen weißen Lootstrahl würde ich ignorieren, weil wir dafür schon zu hoch im Level sind. Das heißt, was da drin ist, lohnt sich für uns meistens gar nicht mehr. So, hier sind wir dann oben auf dem Berg, wo ich ganz zu Beginn mal nach Ressourcen suchen wollte. Dann führt hier dieser Weg runter zu der Höhle, wo halt das ganze Viehzeug immer schon draußen rumkröselt. In diesem See springt auch allerlei Viehzeugs rum. Genau, nach Bibern könnte man Ausschau halten. Die braucht man früher oder später nämlich auch. Obwohl ich hier, selbst wenn jetzt hier ein geeigneter Kandidat dabei wäre, die wahrscheinlich nicht zähmen wollen würde, weil das zu nah dran ist an der Höhle.
dann macht sich das Zähmen nicht so gut. Da gucke ich lieber an dem anderen See, der direkt hier nah daneben war. Hier gibt es auch immer Biber. Was habt ihr so für Level, meine Freundchen? Level 45 ist jetzt nicht so berauschend. Was bist du? Auch Level 45? Ist hier noch einer? Unter mir ist noch einer, es sei denn, das ist einer von den beiden, wo ich schon geguckt habe. Sind immer so schwer ins Bild zu bekommen, gerade wenn sie auch schwimmen. Der ist Level 20 und den Schwimmenden hier kriege ich nicht so schnell ins Fernglas zum Durchgucken. Okay. Dann gibt es noch einen weiteren See hier unten, da sind wir auch schon ein paar Mal vorbeigelaufen. Hier hatte ich schon mal Biber gesehen. Da hinten ist zum Beispiel einer. Da gucken wir mal, was der für ein Level hat. Der wird allerdings gerade von einem Kano angegriffen. Level 105 wäre schon mal nicht schlecht. Was hat der Kano? Level 40. Ich würde sagen, der Biber kann das schaffen. Der Biber könnte das schaffen. Hier springt allerdings auch ein Rex rum. Was hat der für ein Level? 40. Und er ist schon sehr blutig. War ja nicht auch das Schaf? Hier hatten wir doch schon mal das Schaf gesehen. Aber das Schaf kann ich auch noch nicht zähmen. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Dafür bräuchte ich den Gemüsekuchen und den kann ich noch nicht herstellen. Hier war doch auch wieder dieser schwimmende Biber. Wie gesagt, die sind immer so schwer einzufangen durchs Fernglas. 130! Und der sieht auch schön aus. Also der wäre auch ein guter Zähmkandidat. Der Biber eignet sich dann hervorragend, um Holz zu ernten. Und er ist gleichzeitig eine mobile Werkbank. In seinem Inventar wiegen Holz und Steine, glaube ich, auch. Stroh wiegt nur ein Viertel, glaube ich, von dem, was es sonst normal wiegen würde. Und wie gesagt, er ist eine mobile Werkbank. Dort kann man also auch all die Sachen in ihm craften, herstellen, die man sonst nur in der normalen Werkbank herstellen könnte. So, hier muss ich auf jeden Fall mal wieder Ausdauer tanken. Stelle ich gerade fest. Wir sind hier wieder auf unserem Plateau. Vom Anfang. Der Kano. Wir bräuchten ja auch mal einen Fleischfresser. Kano ist allerdings nur Level 15. Den möchte ich dann nicht haben. Dieser Terrorvogel, Level 140, ist zwar hohes Level, aber Terrorvögel sind jetzt nicht so die besten Kampftiere. Da ist unsere alte Basis. Die Gegend kommt uns also bekannt vor. Ich fliege jetzt mal hier gerade herüber. Dann sind wir auch schon wieder in der Nähe unserer aktuellen Basis. Hier drüben müsste ja auch der Spino sein, aber der war halt kein großes Level 65. Ich meine, was wir theoretisch machen könnten, wir könnten es wagen, als unseren ersten Fleischfresser gleich hier so einen niedrig- oder mittelleverigen Spino zu zähmen. Es wäre denkbar, das kriegt man mit einer guten Vorbereitung, müsste man das auch schaffen. Ich meine, warum soll man hier erst mit einem Raptor anfangen, wenn man auch gleich einen Spino haben könnte? Also, es wäre eine Überlegung, ein Versuch wert.
haben wir hier. Oh, hier ist ein Pferd. Ist das etwas, das Pferdchen, was wir schon mal gesehen hatten? Das dürfte der sogar sein, der war Level 90. Allerdings kommt jetzt dieser blöde Dilo und wird das Pferdchen anbeißen wollen. Und dann rennt es nämlich weg. Und der ist auch noch Level 140. Wollen wir dem Pferd mal helfen? Wir helfen dem Pferd mal. Wo bist denn du hin, du blöder Vogel? Komm her. Du lässt das Pferd in Ruhe. Das will ich mir vielleicht irgendwann mal zähmen. Jetzt hat sie uns so ein Pico Mastax auch noch wieder ausgeraubt. Und der hat Medboost, das heißt, das ist noch einer in der Nähe. Genau da. Und ich sehe immer gerade nicht, was die uns klauen. Der hat uns die Pfeile geklaut. Wo ist denn sein Kollege? Du kommst gefälligst wieder her. Kann aber nicht wahr sein. So, was hast du uns geklaut gehabt? Lederstiefel. Ja, der Adilo will auch wieder was von mir. Ich will aber so schnell wie möglich zurück zu meinem Vogel. Das sind vielleicht ganz schön dreiste Kreaturen. Okay, das Pferd ist jetzt darüber geflohen, wenn ich das richtig gesehen habe. Dort ist es natürlich mehr als ungünstig, weil dort dürfte noch der Alpha sein. Der Alpha-Raptor. Ihr müsst mal gucken, ob der noch da ist. Das Pferd. Seht ihr das Pferd? Ist hier drüben hingeflohen. Die Frage ist, wie weit das jetzt schon wieder gerannt ist. Ich sehe es hier gerade nicht. Ich sehe jetzt hier allerdings auch den Alpha Raptor gar nicht. Ist der inzwischen weg? Wogegen kämpfen die beiden hier? Die zwei Trikes? Nein, die kämpfen noch gegen den Alpha Raptor, oder? Doch. Das ist noch der Alpha Raptor, gegen den die kämpfen. Da werden sie gar keine Chance haben. Sind auch bloß Level 15 und okay, das eine Dreieck ist Level 135, also theoretisch könnte der das sogar schaffen. Aber halt nur theoretisch. Also der Alpha Raptor ist überhaupt noch nicht blutig. Wenn die den erledigen könnten, kriege ich zwar die Erfahrung nicht, aber ich könnte dann den Loot einsammeln. Von dem Alpha Raptor. Aber ich glaube kaum, dass dieses Dreieck das schaffen wird. Das eine Dreieck ist jetzt schon tot. Das andere hier sieht auch schon sehr blutig aus. Und der Alpha Raptor hingegen noch gar nicht. Also ich glaube, dann würde ich es auch noch nicht probieren mit unserem Dreieck. Zumal unser Dreieck ja auch nicht so viel ausgehalten hat. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich, wo das Pferd hingeschwommen ist. Es war ja ins Wasser gegangen. Es wurde doch hoffentlich nicht von diesem Baryonyx angeknabbert. Und dann aufgefressen. Das würde ich doof finden. Schade. Jetzt haben wir das Pferd durch Zufall wiedergefunden und dann genauso schnell wieder aus den Augen verloren. Naja, vielleicht aller guten Dinge. Die könnten ja auch aller guten Dinge drei sein. Dann sieht man es vielleicht auch ein drittes Mal durch Zufall wieder. Ich fliege jetzt noch ein bisschen hier in diese Richtung.
um nach 10 Kandidaten Ausschau zu halten. Hier oben kann ich auch mal wieder ein bisschen Ausdauer tanken. Kann in Ruhe in der Gegend herumgucken, ob es da was gibt. Und dann mal hier so die Richtung abfliegen. Nach 10 Kandidaten. Das wäre noch nicht so weit weg von unserer Basis. Allerdings ist das Gelände hier ja auch nicht sonderlich einladend, muss man es auch dazu sagen. Ein Terizino, den möchte ich jetzt, oder kann ich jetzt auch noch nicht zähmen. Die sind auch nicht so einfach. Paraceritheriums gibt's hier, die sind ganz knuffig. Allerdings ist auch nicht so nützlich für meine Zwecke. Hier ist dann wieder die Grenze zum Dschungelgebiet und zur fliegenden Insel. Hier gibt es dann auch schon wieder eine Ruine, in der man schön sich niederlassen könnte. Das ist jetzt hier so zur Hälfte auch wieder eine kleine Entdeckungstour. Der Ruinenbereich ist großflächiger. Hier hat man auch ein Loch, um mit Vögeln rein und raus fliegen zu können. Ein Raptor als Nachbar. Da oben sind wieder Allosauren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da links. Sie kämpfen gerade gegen einen Terizinosaurus. Und ich höre mich greifen gleich Mücken an. Da gehe ich doch schnell weg. Dieses Gebiet ist immer auch schwer einzusehen. Was einem da vielleicht um die Ecke erwartet. Hier gibt es jedenfalls ressourcenmäßig wieder sehr viel Metall und Kristall. Und sonst springen dort Skorpione rum und Katzen, wenn ich das richtig sehe. Dann sind wir hier auch schon wieder fast wieder einmal rumgeflogen Richtung unserer Basis. Da vorne sehe ich nämlich schon unsere Ruine. Ja, also, von den Tieren, die als 10 Kandidaten in Betracht kommen, hatten wir den Dytichorus, den 130er und ich glaube den Biber. Der war auch Level 130, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die zwei sollten wir uns vormerken. Und wie gesagt, man könnte sich überlegen, ob man nicht doch gleich auch einen
Albino Level 65 zähmt. Ich würde hier nochmal kurz nach hinten fliegen und schauen, was es hier eventuell noch gibt. Vorsichtig gucken, da ist ein Rex. Was hat der denn für ein Level? 85. Hier an dem Fluss, ist natürlich ein See, der Fluss. Hier gibt es auch wieder viele Biber. Da könnte man schauen, ob es vielleicht dann noch bessere gibt. Das war das 125. Ist wie gesagt immer so schwer, die reinzukriegen. Da ist auch ein Karno. Im Wald da hinten ist noch ein Biber. Level 55. Level 50. Okay, das sind jetzt nicht so die herausragenden Level. Aber dann kann ich euch hier noch diese interessante Struktur zeigen. Das ist wie so ein Tunnel. Hier könnte man theoretisch auch vorne und hinten einfach Tore hinsetzen. Und man hat gleich eine doch großflächige Basis, die man nutzen könnte, bei der man, wie gesagt, bloß vorne und hinten einen Eingang setzt und das abzäunt, abgrenzt. Und den Rest muss man gar nicht abgrenzen. Nachteilig ist wahrscheinlich einmal, dass es dann recht dunkel hier drin ist, weil man kein Tageslicht hat. Und ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, direkt neben einem Höhleneingang sich niederzulassen. Theoretisch glaube ich, die ersten gemeinen Tiere in dieser Höhle kommen erst relativ spät und die würden sicher auch nicht einfach hier rauskommen. Zur Not könnte man den Eingang auch nochmal absperren mit Toren. Aber es gab lange Zeit hier diese Höhle noch nicht, den Eingang dazu nicht. Deswegen war das für mich immer auch so ein relativ guter Ort. Zumindest hätte man zum Beispiel die Ruine hier in der Nähe nutzen können zum Bauen und das hier als Dino-Garage sozusagen nutzen können. Also The Center bietet, was Bauplätze für Basen angeht, schon sehr viele schöne Möglichkeiten. Man muss sich das halt alles in Ruhe mal angucken, was einem am besten gefällt. So viele große offene Flächen, flache offene Flächen, gibt es jetzt hier auf diesen Dschungelinseln zumindest nicht. Wer da lieber auf solche Bauplätze aus ist. Aber wie gesagt, man kann auch hier in den Ruinen viel Schönes bauen, sich ein schönes Zuhause erschaffen. Das geht alles. Okay. Ich würde diese Folge für heute auch erstmal langsam wieder beenden. Und in der nächsten Folge definitiv endlich mal wieder etwas zähmen. Das haben wir jetzt immer nur besprochen, aber nicht gemacht. Ich überlege mir allerdings noch, was wir als nächstes zähmen werden. Ob wir diesen Lydikerus oder zu einem Biber zähmen werden oder vielleicht doch tatsächlich den Level 65 Spino da vorne uns holen. Das würde mich ja, glaube ich, am ehesten reizen. Das gebe ich zu.
Problematisch könnte allerdings sein, dass wir den Sattel noch nicht craften können. Das würde ich mir vielleicht noch schnell anschauen. Das schauen wir uns mal noch schnell an. Gleichzeitig kann ich auch die Sachen, die wir jetzt so gefunden haben, gleich mal ein bisschen ablegen. Ich sortiere das ja mehr oder weniger. Ausrüstung, dazu gehört dann halt auch ein Ersatzfernglas. Die Blueprints würde ich dann auch entsprechend verteilen. Das sind gekraftete Sachen, deswegen die Blueprints dahin. Waffen, Jagdausrüstung war diese Truhe, da kommt das entsprechend rein. Wir haben jetzt mittlerweile auch 70 noch vergammeltes Fleisch. Da können wir auch anwerfen, das alles noch zu verarbeiten. Zu Narkotics. Dann splitte ich hier dieses Decks gleich noch auf. Also wenn wir einen Spino zähmen wollen, brauchen wir ganz viel Narkotics. Auf jeden Fall und Betäubungspfeile. Was wir uns auch herstellen sollten, ist eine Metallrüstung. Damit wir dann beim Zähmen eines Spinos zum Beispiel auch ein bisschen mehr aushalten können, widerstandsfähiger sind und wir nicht gleich sterben. Da müsste man halt gucken, ob man das überhaupt schon machen kann. Da fehlt uns auf jeden Fall Metall, wenn ich das hier schon mal so richtig abschätze. Wir haben hier gerade mal 5 Metallbahnen und wir können das hier mal schnell lernen. Das wäre die Flak-Rüstung. Wir lernen das jetzt hier alles schon mal, weil früher oder später brauchen wir es. Okay. Und dann gucken wir mal schnell, was ich an Ressourcen dafür bräuchte. Rüstung, Metall. Also schon allein für den Helm brauchen wir 10 Metallbahnen. Für die Handschuhe 6. Für die Stiefel 8. Für das Oberteil 13. Und für die Hose 16. Also da fehlt uns Metall schon einmal. Und zum Schluss schauen wir noch schnell, was für Ressourcen ich für einen Spiel. Spino-Sattel bräuchte. Die kann ich auch noch gar nicht lernen. Warum nicht? Hier steht gar keine Voraussetzung dabei. Ist das Level 71 zufällig? Muss ich dafür Level 71 sein? Denkbar. Finde ich etwas ungewöhnlich, dass er mir das jetzt gar nicht anzeigt, was ich dafür brauche. Ich level jetzt inzwischen mal ein bisschen Oxygen, weil früher oder später müssen wir auch ins Wasser gehen. Mal schauen, warum ich das hier nicht angezeigt kriege. Sind das etwa die benötigten Level? Ich guck mal schnell beim Pteranodon-Sattel, der bei der 35 zu finden ist. Ist er? Okay, dann heißt das hier drüben wahrscheinlich das Level, was man dafür sein muss, um etwas zu erlernen. Ich gucke noch schnell, ob das tatsächlich so in etwa stimmen könnte. Kanusattel erst ab Level 46 erscheint mir etwas. Ich glaube, der war sonst eigentlich Level 35. Ist nicht so hundertprozentig eindeutig, diese Einordnung. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Ganze umsortiert worden ist, als die Änderung an dem Engramm-System implementiert worden. Es ist denkbar.
bin mir da nicht ganz sicher. 56. Was hatten wir gesagt, sind wir für ein Level? 60. Okay, doch, dann könnte das auch mit der Rüstung stimmen. 57. Tech 78. Neunundfünfzig, das ist jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander. 60. Okay. Ja, okay. Wir gucken uns das dann, wie gesagt, nächste Folge nochmal an. Selbst wenn wir den Spino noch nicht reiten können, könnten wir ihn ja trotzdem als Wachhund uns zähmen, würde ich sagen. Wie gesagt, ich überlege mir das alles noch ein bisschen, wie wir dann fortfahren. Vielleicht holen wir uns doch erstmal den Biber oder den Dudikarus. Ja, dann würde ich sagen, ist für heute hier wieder Schluss. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.